Bulimie ist eine Erkrankung, in der Kinder oder Jugendliche, meist eher jugendliche Patienten, einerseits ein restriktives Essverhalten zeigen oder ein normales Essverhalten, dann aber auch Essanfälle bekommen können, die manchmal in Abhängigkeiten von verschiedenen Belastungen entstehen können, darauf manchmal auch mit Erbrechen oder exzessivem Sport reagieren. Und das kann manchmal eine versteckte Krankheit sein, die sehr schambehaftet ist. Das heißt, Jugendliche mit einer hohen emotionalen Belastung können versteckt zu Hause diese Essanfälle zeigen, darüber sehr verzweifelt sein. Und auch hier sollte es immer eine entsprechende Diagnostik und Behandlung geben.